Ich hatte mal über 30 Leben, als ich hier reingegangen bin. Ton liegt auf, ich hatte mal. Jetzt ist alles nur noch Vergangenheit. Ne, so wird es nix. So wird's auch nix. Ne. Aber so könnte es was. Nein, ich hab vergessen, dass der nochmal. So könnte es was werden, okay. Ich hab zwar immer noch nicht so genau die Peilung, wann das jetzt ist, aber. Vielleicht kriege ich es durch Glück nochmal hin. Ich meine, ich muss es ja nochmal hinkriegen. Ne? Hilft ja alles nichts. Ich krieg das Timing nicht hin. Ich krieg das. Och, Leute, echt. Ich glaube, es wird heute eine ganz kurze Aufnahme. Das ist heute echt nicht mein Tag. Auch wenn ich mich gefreut habe, wieder aufzunehmen. Aber so blöde Sachen, die ich hier mache, das ist unfassbar. Ich hatte mal gerade eben noch 20 Leben. Ich bin so schlecht in dem Spiel geworden. Muss mir merken für Teil 2, den ich ja auch irgendwann anpacken werde. Dass ich da nicht zu viel Zeit verstreichen lasse. So, jetzt. So, dann blitzt er kurz und dann nochmal und dann blitzt er nochmal kurz und dann weg. Igittigitt, was ist das denn jetzt? Und dann immer noch mit den Schleimgegnern dabei. Ja, zumindest darf ich noch ein paar Leben einsammeln. Okay. Das geht ziemlich schnell zu, bleibt aber auch relativ lange. Ich warte jetzt einfach mal noch ein bisschen. Jetzt sollte es funktionieren. Lauf! Okay, hat funktioniert. Hier sollte ich einfach nur warten. Okay, ich versuch's nochmal von vorne. Ich habe das Ende jetzt gesehen. Ich weiß, was mich erwartet. So in etwa. Ich will diesen Edelstein haben. Und den krieg ich auch. Ich krieg sie nämlich alle. So. Ich muss sie alle kriegen. Ich komm gar nicht drum rum. Ich muss alle Edelsteine bekommen. So. Schon ekliges Level hier, das muss man schon dazu sagen. Also nachdem die anderen beiden da vorne dran nicht so schwer waren, ist das hier jetzt schon ziemlich eklig. All diese gelben Pöppel da, die machen mir Sorgen. Vor allem später dann. Jetzt ziehen wir 3. So, das lasse ich mal so stehen. Ich mache zuerst mal hier die TNT-Kiste weg. Dann habe ich nämlich hier genug Zeit, irgendwelche Kram einzusammeln. Hier gibt es keine Maske, meine ich jetzt mal so festgestellt zu haben. Zumindest habe ich keine gesehen. Kann natürlich eine versteckte Kiste sein, die ich übersehen habe. Aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. So, jetzt zu dem Freundchen hier. Einmal, zweimal, dreimal. Und genau so muss ich es mit dem anderen eigentlich auch machen. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Das sagt man ja immer so schön, oder sagte man in der Werbung. So. Das hat ja auch sehr schön funktioniert, da der Fläschchenwerfer, der aber kein Problem ist. Dann kommen wir ja schon an den Punkt von gerade eben. Einfach dran denken, die TNT-Kisten darf man nicht wegdrehen. Und sie explodieren lange. Bleib also einfach stehen, wo du jetzt stehst, und dann ist alles einwandfrei. So, jetzt muss nur noch das hier mit dem Timing klappen. Ein bisschen warten.
Ne, so klappt's nicht. Aber so könnte es klappen. Nein, so klappt's nicht. Doch, so klappt. Nein, so klappt es nicht, verfluchte Hacke. Ach, den ganzen Weg hierher. Das ist so ärgerlich. Das ist so tierisch ärgerlich. Dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. Naja, zumindest habt ihr jetzt ein bisschen Spaß dran, ne? Ich bin wieder da, ich habe ein paar Videos jetzt gemacht. Und wenn ich noch ein paar Wumperfrüchte mehr einsammle, kriege ich ja auch wieder ein Leben. Da kann man dann doch erwarten, dass ich nicht Game Over gehe. So, jetzt kommt der grüne Wirbel wieder, der mich einfach wegdrängt. Schön. Ja, zumindest hatte ich keinen Checkpoint. Das wird knapp, aber es hat gereicht. Also der gelbe Flubber, der drückt mich einfach nur von der Plattform runter. Ist ja schon mal gut zu wissen. Das heißt, möglichst gerade auf zurennen und über ihn hinweg springen. Dann funktioniert's. Also das Kritischste an dem Level finde ich diese eine Stelle da hinten. Ansonsten finde ich das relativ gediegen. Aber es ist ja wie so oft immer nur eine einzige Stelle, die einem das Ganze dann kaputt machen kann. Vor allem, wieso kriegen die eigentlich keinen Schaden, ne? Da jagen den, weiß nicht wie viel, 10.000 Volt durch den Körper. Und die kriegen absolut keinen Schaden. Das ist doch unfair. So, der Fläschchenmischer ist ziemlich der nutzloseste Gegner hier im ganzen Spiel, zumindest an dieser Stelle. Ach, guck an, ich habe die TNT-Kisten schon zerstört. Und die darauffolgende Kiste auch. Okay. Wie mache ich das am besten? So klappt's. Jetzt noch den einen Treffer und dann ist der Weg schon fast frei. Wenn da nicht der Schleim käme. So, ich warte jetzt hier einfach mal. Ich habe ja genug Zeit. Hier zumindest. Okay. Okay, okay, okay. Na, hier kann ich. Was? Die Tür hat mich kaputt gemacht. Nein! Och Mann, jetzt hatte ich die schwere Stelle hinter mir. Und dann kommt jetzt eigentlich nur noch die nicht ganz so schwere Stelle und die reißt es natürlich mal voll wieder rein. Och Mann. Das Herz geht schnell. Ja? Ja, ein Puls von 80 könnte es schon sein. Och, das ist doch zum Mäusemelken hier echt. Die ganze Zeit. Da war doch vorhin eine Tür, die mich nicht kaputt gemacht hat. Wieso hat die mich dann jetzt dann doch kaputt gemacht? Ich finde das unfair. Ich war doch schon fast durch. Ups, so funktioniert es natürlich nicht. Aber so. Ich hatte es doch schon. Ich warte jetzt einfach nochmal. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Ach Mann, das riecht. Das regt mich jetzt auf. Ja, ich weiß, ich könnte zurückgehen. Ich könnte mir eine Maske einfach so holen. Und könnte dann mein Glück hier nochmal probieren. Aber das fände ich ziemlich, ziemlich langweilig. Ganz ehrlich, das fände ich echt langweilig. Weil zurückgehen, eine Maske holen, das kann jeder. Ich will das hier ohne Treffer hier, ne? Ohne Treffer kriege ich das hin. Natürlich nur, wenn ich die eine Stelle hier schaffe. Der hier ist jetzt nicht so kritisch. Kritisch ist eher der andere Freund. Ui, 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 durch, durch, durch. Nee. War ziemlich eng.
So, komm hier, Fläschchenwerfer. Ja, den habe ich mal schön durch alles durchgetrieben. Nur nicht durch den Gegner da hinten. Wenn ich den noch erwischen könnte, das wäre super. Ne, so wird's nix. Aber so wird's was. Okay. Jetzt nur noch auf die Türen aufpassen. Dann sollte das ja kein Problem mehr sein. Okay, der gelbe Knubbel da. Ach, nur weil ich wieder zu ungeduldig war. Nochmal von vorne. Mann! Es ist doch gar nicht so schwer. Es ist ein bisschen was von... Ich kann gar nicht beschreiben, was es ist. Es ist nicht schön. Jetzt weiß ich schon, was irgendeiner hat gemeint, das wäre für eine Aufnahme wäre das schon eine extrem gute Leistung, wenn ich das noch schaffen würde, da zu Cortex zu kommen. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Die Level hier sind ja schrecklich. Aber gut, dann hätte ich sie hinter mir, ne? Dann müsste ich sie nicht nochmal machen. Und noch habe ich ja ein paar Leben. Das wird nichts. So, schon her. So, über den gelben Block kannst du einfach drüber springen. Das funktioniert immer. Haha. Ha. Zumindest kann ich von vorne anfangen hier. Ohne, dass ich auf die Weltkarte muss. Mann, echt. Jetzt kommt ein bisschen Frust mit dazu ins Spiel. Und schon wird das Ganze hier wieder extrem lange. Einfach anspringen und den dann wegdrehen. Dann funktioniert das einfach frei. Jetzt war ich 2 Millimeter zu weit links, oder was? Ach Mann. Ich mag nicht mehr. Dann hör doch auf und spiel was anderes. Nein. Ich habe gesagt, ich mache das und dann mache ich das auch. Die Brücke kam da gerade ziemlich spät rum. Kann das sein? So. Jetzt stelle ich mich einfach direkt neben dran, dann kann mir eigentlich ja auch nichts passieren, ne? Eigentlich sagte er und starb. So. Jetzt nochmal Concentration für die letzten paar hundert Meter. Extra Leben gibt es für mich nicht. Das ist schade. So. Der Blitzfuzzi da, den ist ja nicht ganz so problematisch. Ich finde den Schrei ganz witzig, den sie da ablassen, wenn sie denn da runterfallen. So. Es geht doch. Aber bis hierhin war es ja jetzt nicht so sonderlich schwer. Habe ich Kisten wieder abgeräumt? Ja, hab ich. Habe ich den Gegner abgeräumt? Bestimmt nicht. Das muss ja spannend bleiben, ne? Noch nicht. Immer noch nicht. Aber jetzt, und das war ziemlich eng. So, geh weg. Lass mich zufrieden. So, einfach nur warten, bis der grüne Blobbel... Mein lieber Herr Gesangsverein. Oder wie man auch sagen kann, my lovely Mr. Singing Club. So. Da habe ich doch gerade eben gestanden und habe den Moment abgepasst, oder nicht? Ich hab's geschafft. Himmel, Arsch und Zwirn. Okay, jetzt einfach nur hier auf die erste, auf die zweite und dann ganz durch und dann warten. In der Hoffnung, dass alle kaputt gegangen sind. Er freut sich zumindest mal wie ein Schneekönig und ich freue mich gleich auch. Hoffe ich doch. Ich freue mich auch. Strike. So.
Damit hätte ich noch einen farbigen Engelstein. Das müsste dann der gelbe sein. Jawohl. Zitronengelb. Sehr schön. Update Safe Game. Das möchte ich, das muss ich nicht nochmal machen.